passiert ist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games und hier sind wir mit einem weiteren 100% Guide zu Quantum Break und zwar Akt 4. Und wir werden hier nicht nur den vierten Teil von Akt 4 machen, sondern natürlich auch den anschließenden Knotenpunkt, in dem es dann nur einen Sammelgegenstand gibt. Also wir haben also erstmal die 9 Sammelgegenstände hier, Akt 4 von 4, also sprich Akt 4, Kapitel 4. Und dann wieder anschließend kommt gleich der Knotenpunkt 4 dran. So, hier vorne ist gleich die erste Quantenwelle. Seht ihr dann natürlich wieder an dem Symbol oben rechts. Genau, das hat es kurz aufgeleuchtet, dass wir eine Quantenwelle ausgelöst haben. Und da gibt es dann auch gleich einen Erfolg dafür, dass wir jetzt innerhalb von Quantum Break alle Quantenwellen ausgelöst haben. So, und dann haben wir noch drei weitere Chronon-Quellen hier im Level drin. Wir haben insgesamt 9 Sammelgegenstände, anschließend einer für den Knotenpunkt. Ab diesem Punkt können Sie uns sehen. Wir müssen schnell sein. So, da vorne am Zaun, direkt am Schild, befindet sich dann die erste Chronon-Quelle. Da oben drüber sehen wir sie schon. Noch mal ein bisschen zurückgehen. Nicht zu nah dran. So, jetzt können wir sie ausführen. So, dann zurück den Weg, den Bess wirklich gehen wollte, ab hier ins Büro rein. Und hier sind dann auch gleich wieder die meisten zu finden. Da haben wir erstmal das Dokument der Gegenmaßnahme. Wir holen das Gerät und dann bringst du mich zu meinem Bruder. Na klar. Also, wo finden wir jetzt dieses Ding? Und jetzt gleich die nächste Chronon-Quelle, die ist hier so in der Ecke versteckt, so zwischen den Regalen. Genau da, ja, ja, seht ihr, richtig. Wo hast du diesen Safe versteckt? Genau in der Mitte davon könnt ihr euch die nächste Chronon-Quelle schnappen, das ist die zweite. Jetzt brauchen wir sein Tagebuch. Das kriegen wir hier, wenn wir den PC aktivieren. Bild's Notizbuch und gleich hier gegenüber die Bobby Redfords Radioshow, auch wieder aus dem Jahr 2010. Und dann holen wir uns jetzt gleich die letzte Chronon-Quelle natürlich. Dafür müssen wir hier vorne raufklettern. Und direkt hier gleich ist er. Gerade mal eben hochgeklettert und gleich da oben. Chronon-Quelle 3 von 3. So, schon sind es nur noch 2 Sammelgegenstände, die wir hier in dem Level brauchen. Und haben dann Akt 4 komplett abgeschlossen. Was haben wir denn hier? So, Will's Whiteboard, das ist 8 von 9 und jetzt werde ich ein bisschen vorspulen, weil ihr müsst ja erstmal nämlich ein kleines Zeitspiel wieder machen in dem Zimmer. Ich nenne es einfach mal Teilspiel, also dass wir die Zeit rückwärts laufen lassen, indem wir Y gedrückt halten und dann den PC da vorne bedienen, weil das erst öffnet die Tür, damit wir dann auch an das letzte Sammelobjekt herankommen. Hier war ich jetzt ein kleines bisschen zu langsam, ihr müsst also wirklich mit Y gedrückt halten und dann kurz rüber waschen, flashen, wie auch immer. Dann können wir den PC nutzen. Dann geht es wieder raus. So, jetzt ist die Tür dort offen. Da wären wir sonst vorher nicht reingekommen. So, und da vorne ist auch schon das Whiteboard mit den Entwürfen der Zeitmaschine oder mit den Zeitmaschinenentwürfen, besser gesagt. Das ist das letzte Sammelobjekt hier, Akt 4, Will's Labor im Jahr 2004. Aber jetzt kommt natürlich noch hinten dran der Knotenpunkt. Den wollen wir ja auch nicht vergessen. Wir haben ja hier noch den Knotenpunkt, da Akt 4 zu Ende ist, wo wir dann wieder die Wahl treffen können zwischen verschiedenen Sachen. Und hier gibt es nochmal einen Sammelgegenstand für uns, und zwar eine E-Mail. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen vorspulen, weil ihr geht also wirklich hier nur durch den Level durch, da gibt es also keine Action großartig oder so, bewegt euch also nur von Punkt A nach Punkt B, ein bisschen Story dazu. Hier der Mitarbeiter, der uns noch ein bisschen was erzählt, dann gehen wir bei uns hier an den Laptop und dort haben wir dann den letzten Sammelgegenstand, oder sprich den einzigen hier natürlich in diesem Level im Knotenpunkt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn dem so war, lasst doch auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden und vor allem abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, weil so werdet ihr über jedes neues Video natürlich hier informiert. Ich sag bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.